Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft. Das letzte Mal. Na toll, jetzt kriege ich eine Nachricht in Discord. Wow. Das letzte Mal haben wir dieses Haus dort angefangen und ich bin nicht amüsiert. Ich bin überhaupt nicht zufrieden damit. Und das zackt. Weil ich keine... Wow! Oh. Da habe ich die Leiter falsch geplant. Lol, ist das laut. So. Schwierig. Ich werde mich jetzt noch nicht darum kümmern, das werde ich später machen, mich um das Haus dort kümmern. Zuerst werde ich noch andere Dinge tun. Jetzt summt hier alles vor sich hin, Mann. Ich will doch einfach nur entspannt aufnehmen. Kann doch nie so schwer sein. So, hier kommt Iron Ingot rein, hier auch. Gold Ingot. Dann können wir noch einmal Gold brennen. So. Preisfrage. Ja, ich stelle sehr viele Preisfragen. Was machen wir? Weil ich meine, auf eine Höhlentour muss ich eigentlich nicht gehen. So per se. Ich muss aber auf eine Höhlentour gehen, weil ich Stein brauche. Aber extra auf eine Höhlentour gehen wegen Stein? Ist das gut? Weil ich meine, wir haben Kohle, wir haben Gravel, wir haben nur keinen Stein. Wir haben vor allem Eisen. Also, weiß nicht. Weiß nicht. Kann ich machen. Muss ich aber so an sich nicht unbedingt. Aber gut, was würde ich sonst bauen wollen, ne? Obwohl. Ich überlege gerade, was man in diesem Dorf hier bauen könnte. Also ich könnte unser Lager dort ausbauen. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, was man bauen könnte. Dazu brauche ich aber noch den geeigneten Standort. Und den kriege ich raus, sobald ich hier mein Zuckerrohr abgebaut habe. So. Zuckerrohr ist wichtig. Scheiße, der geeignete Standort wäre der Felsen dort. Was ich überlegt habe zu bauen, ist ein Knast. Halt, Zuckerrohr kommt hier rein. Was ich überlegt habe zu bauen, ist ein Knast, aber das Problem ist, das will ich halt in einen Felsen bauen, ne? So ein massiver Knast halt. Das wäre der einzige richtig massive Felsen, den ich hier sehe, weil das dort drüben wirkt alles sehr dünn. Einerseits wäre es schon cool, hier so über den See einen Weg zu haben zum Knast und keine andere Möglichkeit, aber eben dieses Massiv dort wirkt nicht so massiv. Ich kann nochmal hochgehen, gucken und muss mir auch mal Tee einschenken, weil ich kriege jetzt schon einen Kratzen im Hals. So. Ja, seht ihr, das ist alles einfach zu dünn. Ah, halt, falscher Tee. Wer den hier erstmal aufbrauchen. Runter mit dir. So. Was ist das für ein Tee eigentlich? Interessant. Ich kann mich nicht erinnern, diesen Tee jemals getrunken zu haben. Was ist das? Schmeckt wie Fencheltee. Und schmeckt wie Wein. Es schmeckt wie so eine Mischung aus Fencheltee und Wein. Jetzt ohne Scheiß.
Ich weiß nicht, ob das davon kommt, dass ich in der Tasse gestern meinen Apfeltee drin hatte und sich irgendwie die Süße so vermischt und alles. Oder was das für ein Tee ist, den sich meine Mutter da gestern gemacht hat. Ich kann mich echt nicht erinnern, diesen Tee jemals getrunken zu haben. Wobei der Geschmack mir trotzdem irgendwie bekannt vorkommt. Ach komm, wisst ihr was? Ab in die Höhle. Au. Ah, der war tief. That's what she said. Ja, wisst ihr, ehe ich hier irgendwie rumdaddel und versuche, einen Sinn im Leben zu finden, gehe ich doch in eine Höhle und baller hier so ein bisschen rum. Wir werden aber auch noch neue Höhlen suchen müssen, ne? Weil die hier ist ja schon ziemlich abgegrast. Und ich will jetzt echt nicht nach Cobblestone Strip meinen. Komm, wisst ihr was? Wir machen eine Höhlentour. Wir machen eine Höhlentour, das habe ich jetzt spontan beschlossen. Ich brauche Cobblestone. Rohstoffe kann man nie genug haben. Außer die Truhen sind voll. Deswegen. Oh, da hätte ich fast einen Abgang gemacht. Deswegen gehe ich jetzt. Wieso peaceful? Ich habe mich schon gewundert. So, deswegen gehe ich jetzt auf eine Höhlentour. Coal lasse ich mal hier, das lasse ich hier, das lasse ich hier, der kommt hier runter, das kommt da rein, Dirt nehme ich mit, das kommt da rein, das kommt da rein. Faggeln kommen mit, Kompass kommt natürlich auch mit, die Axt bleibt hier, die Axt kommt hier rein, die bleibt hier, die Hoe lasse ich hier. Wir brauchen noch ein zweites Schwert. Die Sticks können hier bleiben, so. Und eine Schaufel. Pickaxes habe ich ja genug. Und mein Inventar ist ja so schon wieder ziemlich voll. So, jetzt verlieren wir auch Nahrung. Ey, und pünktlich zum Sonnenuntergang gehe ich los. Ey, ich habe so ein unbeschreibliches Talent, ne? Okay, das ist die Höhle. Ja, was besonders wichtig ist, ist, dass ich meinen Kompass dabei habe. Holy shit! Ja, was wichtig ist, ist, dass ich meinen Kompass dabei habe. Weil, ich sonst nicht mehr nach Hause finde. Also ich weiß, ne, unser Spawnpunkt, der Kompass zeigt ja auf den Ursprungs-Spawnpunkt und ich auf das Bett, das ich hier benutzt habe. Aber, ich meine, wenn ich nach Hause finde, zum richtigen Spawn, dann kann ich ja von dort aus wieder mit dem Portal hierher reisen. Na toll, jetzt regnet es auch noch. Es hat aber schon ewig nicht mehr geregnet. Bei uns in der Ursprungswelt, da hat's gefühlt immer geregnet. Da oben ist irgendwo eine Spinne. Ich höre sie. Da. Komm her, du Drecksau. Oh, ich hätte die Spinne auch erschlagen lassen können. Schade. Das wäre episch gewesen. Hallo Creeper. Nope. Komm her. Komm her. Wow. Ich habe gestern auch mal auf der 1.3 gespielt. 1.13. Mit einem Kumpel. Der hatte einen Server aufgemacht, dass wir zusammen zocken können.
Und das Kampfsystem wurde ja überarbeitet. Mino like new Kampfsystem. Aber echt. Das neue Kampfsystem ist scheiße, finde ich. Also ich habe da nicht das erste Mal das neue Kampfsystem benutzt. Ich habe schon mal auf der 1.13 gespielt. Mit einem Kumpel. Ich glaube, das war in den ersten Minecraft-Folgen, die ich hier aufgenommen habe. Da habe ich mit einem Kumpel auf der 1.13 gespielt. Für eine Stunde oder so. Danach hat er sich nie wieder gemeldet bei mir. Also so zwischenzeitlich schon noch, aber er zockt irgendwie nicht mehr. Was halt echt scheiße ist, weil... Ja, wir haben uns halt gut verstanden, ne? Und mochten einander eigentlich. Ja, und dann spielt halt tot. Ja, die Crits müssen aber auch gekonnt sein, ne? Vor allem gegen Creeper. Ja, ist halt echt schade, weil es hat schon Spaß gemacht. Aber gut, dann ist es halt so. Ist schade, aber hey, kann ich nicht ändern. Ich kann niemanden dazu zwingen, sich mit mir abzugeben. Und wer nicht will, muss auch nicht. Blöd ist, ich weiß jetzt nicht, ob die Geräusche von den Monstern von oben kommen oder von hier unten. Deswegen grabe ich mich mal hier so im Boden rein. Aber das sieht ziemlich massiv aus hier hinten. Haha. Naja. Unter mir den Boden weggraben ist immer intelligent. Mal hier ein bisschen Überblick in den Raum. Hier unten war ich schon mal. Da ist ein Skelett. Oh nee, sagt mir bitte nicht, dass das ja auch noch zu unserer Höhle von vorhin gehört. Zu der großen Höhle. Das sieht nämlich knallhart danach aus. Als würde das auch zu dem riesigen Höhlenkomplex gehören. Hier waren wir schon wirklich groß am Abgrasen. Und ich glaube, ich kann mich auch an diese Höhle hier erinnern. Ja, und wenn ich mich richtig daran erinnere, dann ist das wirklich ein Teil unseres großen Höhlenkomplexes. Was mich jetzt sehr unglücklich machen würde. Gesehen davon, ich finde hier nicht raus gerade. Ja. Das ist ein Teil unseres großen Höhlenkomplexes. Hier haben wir doch den Gravel abgebaut. Wow. Ganz toll. Weißt du, ich wollte ja extra eine neue Höhle aufmachen. Und dann passiert so eine Kacke. Und irgendwann habe ich mich hier gerade runtergebaut. Da. Nee, nicht hier. Scheiße. Wo habe ich mich jetzt gerade hier runtergebaut? Oh, wir sind echt wieder hier, ne? Das ist unglaublich. Ich komme hier nie wieder weg. Scheiße, und jetzt ist hier auch noch irgendwo eine Spinne.
Ja, drei Spinnen gleich. Das ist mal... Vor allem, wie gesagt, wir sind hier hinten irgendwo reingegangen in die Höhle. Da. Verpiss dich. Enderperle. Wir sind hier ein Enderman draufgegangen. Und es blitzt und gewittert. Me no like. Me like bed. Ich will nach Hause. Ich will nach Hause in mein Bett. Ich will schlafen und keine Monster. Me no like Monsters. Monsters böse. Warum platziere ich eigentlich keine Fackel mehr als Wegmarker? Können wir das mal einer erklären? Das ist eigentlich voll bescheuert. Es ist kein Wunder, dass ich nicht mehr nach Hause finde. So. Den Creeper da oben habe ich übrigens gesehen. So. Diese Höhle hier ist auch ein Reinfall. Nope. Boah, du behindertes Kackschaf. Aha, ihr seid dumm. Und du bist ein Assi. Holy shit! Ihr seid dumm. Zack. Nennt sich Karma. Karma ist eine Bitch. Deswegen spiele ich auch so ungern gegen Karma. Ich weiß, ich bin witzig. Wer was anderes sagt, liegt. So. Das hier sieht doch schon mal wenigstens etwas besser aus. Hoppla. Aber ich bin halt wirklich fast verleitet zu Strip-Minen, ne? Aber nur fast. Strip Mining will ich halt insofern nicht in einer Aufnahmewelt machen, weil es halt langweilig ist. Meine Höhle. Höhle ist cool. Da kann ich jederzeit draufgehen, wenn ich mich zu blöd anstelle. Aber Strip Mining, ja, ich stelle mich in einen Gang rein und baller da 100 Blöcke lang durch. Toll. Keine Action, keine Spannung. Genauso wie in dieser Höhle hier. Aber Höhlen sind eben so... Überall kann halt ein Monster sein. Sumpf. Sumpf ist toll. Scheiße, jetzt habe ich keine Schere dabei. Aber ich habe Eisen. Aber ich habe keinen Brustpanzer mehr. Warum lege ich gerade so Wert drauf? Weil ich die Beins will.
Die sind nämlich cool. Die kann man später noch vercraften. Zu, na gut, die Blätter brauche ich nicht.